Uiuiuiui. Willkommen zurück. Zu Folge 6, 7, 8, glaube ich, ne? 8 von Mass Effect. 2, natürlich. Im letzten Part haben wir die Ladentüren geschlossen, damit die ganzen Dicken hier nicht zwischenkommen. Und machen wir jetzt auch weiter. Wir schließen die dritte Ladentür. Ich schätze, das sind 3. Würde ich jetzt mal einfach so tippen. Und in der einen Tür ist ja der Typ förmlich zerfetzt. Das heißt förmlich, er ist zerfetzt. Oh nein. Hilfe! Verkehr! Wow! What the fuck? Alter, das war eine Bombe und ich laufe erstmal voll dagegen. Okay, ich werde jetzt wahrscheinlich sterben. Hab so ein Gefühl, mir fehlen in diesem Spiel noch ein bisschen die Strategien. Wow, was bist du denn? Seid ihr wie diese Alien-Hunde? Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Noch mehr? Nee. Na, da hinten kommen wieder welche. Yay! Einfach ins Feuer rennen! Alter, renn! Renn, Shepard! Was sind denn die alle? Oh, fies! Oh. Oh. Kann ich nicht mehr ganz schnell ein Medikit nehmen? Ich meine ich. Ach so. Oh, fies. Ich kann nur die anderen heilen, mich nicht. Guck, es geht auch hier mit den angekannten Stellen. Macht da richtig Spaß. Sie müssen diese Türen schließen. Ich kann sie nicht zurückdrängen. Wer bist du? Ach so. Du bist Jacob. Okay, ich hätte das gut zu schaffen. Ja. Bist ihr Idioten? Schafft. Hier, Herr Shepard. Sie kommen durch die Türen. Ich mach gar nicht den Mund auf. Reißen Sie sie in Fetzen! Geben Sie mir Deckung. Ich kümmere mich um Archangel. Leck mich, ey. Leck mich! Leck mich! An den Füßen! An den Füßen! An meinen allerwertesten! Hä? Allerwertesten? Wow, 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 wow! Wow, 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 wow! Alter, wie oft ich hier mal vom Abnippeln bin! Wow! Mein Typ hat mich gerade voll erschrocken! Flog gerade so lang! Ach ja, Mass Effect 2, irgendwie viel besser als Teil 1 jetzt schon. Ich irgendwie viel mehr Spaß dran. Halt damals, ne? War ja vor einem Jahr, vor über einem Jahr jetzt schon. Und damals habe ich einfach irgendwie angefangen. Was machst du denn da? Eieieiei. Und dann noch mit meinem billigen Headset und irgendwie total cool fühlen, einfach irgendwelche Wörter in den Raum geschossen, die niemanden interessieren. Aber mittlerweile macht mir es echt viel mehr Spaß. Bei meisten Displays ist es ja so, dass es eigentlich im Laufe der Zeit nicht mehr so viel Spaß macht. Bei mir macht es immer mehr Spaß. Und mir macht es wirklich Spaß zu displayen. So, was müssen wir denn überhaupt machen? Alter, der ist fast tot, der Gavin. Hallo? Was muss ich denn machen? Bloodpack arbeiten. Scheiße. Aber Karte. Ja! Keine Karte. Ach so, ich muss wieder hoch. Scheiße! Bin ich blöd? Er ist fast tot. Ich leg ganz Hahn zu. Oh, der hat eine fette Barriere. Kacke! Jetzt wird's Zeit. Habe ich meine... Alles klar. Präzisionsgewehr for the win! Burns! Burns! Ich bin fast tot. Ich bin tot! Feind im Ansturm! Lauf doch, du Spaten! Hilfe, Hilfe! Renn!
Achtung, Burns! Scanner. Burns! Scheiße! Scheiße, komm schon! Hör auf, Garrus zu töten, Mann! Alter, der Penner kann seine Gesundheit wiederherstellen. Tot! Meine Güte. Mach's doch nicht so spannend, ey. Noch mehr? Nee. Harte Kerle, aber ich habe schon Schlimmeres erlebt. Und wir haben Garm und sein Bloodpack ausgeschaltet. Der Tag wird mit jeder Minute besser. Das war ein wirklich zäher Bursche. Nur die Blue Suns sind noch übrig. Wir sollten es riskieren und uns den Weg freikämpfen. Sie haben vermutlich recht. Tarak hat die härteste Einheit, aber wir sind schon mit Schlimmerem fertig geworden. Außerdem wird er nicht erwarten, dass wir ihn von vorne angehen. What the... Aufpassen! What the... Ich dachte, das Ding hätte ich bereits ausgeschaltet. Geh aus dem Schlossfeld! Aufpassen, Shepard. Alter! Das hat gesessen. Komm hoch. Burns! Scheiße. Ja, eine Panzerung. Genta. Ach, das sind die Typen von vorhin, diese Dicken da. Okay, wir sind Vitaldaten von Garrus wieder einigermaßen hoch. Damit lässt... Oh, damit lässt sich doch arbeiten. Bin auch gespannt, ob dieses Spiel wieder zum Schluss so schwer wird. Mass Effect 1 war ja recht einfach, ne? Außer das Ende, das war ja sowas von schwer, das hätte ich nie erwartet. Ich habe auch normal gespielt. Aber Alter, für normal so schwer. Hallo. Oh, bist schon tot. Oh, übelst. Sind noch welche? Ja, da wahrscheinlich. Hä? Wo? Sie haben die hintere Treppe erreicht. Hä, wo? Ach, da! Oh, ich bin gleich tot. Scheiße! Ups. Hab ich wieder ein bisschen was? Nee, da habe ich nix. Jetzt geht ein bisschen Schrot in die Fräse. Burns! 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 Richtig in die Fresse geschossen, ey. Oh, Alter, wie ich hier rumschreie, fällt mir gerade mal so. Wow! Voll in die Eier geschossen. Burns! Oh, weg hier! Alter. Muss man wieder meine Handknifte raus. Erstmal nachladen, ne? Stimmt's? Blue Suns Legionär? Das ist dick, ne? Ja, das bist du. Hat er gerade Alligator gesagt? Alligator! Oh! Oh! Lass mal. Da ist noch einer! Das habe ich ja noch nicht erlebt! Oh! Da war noch einer! Eine feige Sau, ey! Was zum? Boom. Scheiße. Er ist tot. Nein, ist er nicht. Garrus. Oh nein. Ich muss den jetzt töten. Kann nicht euer Ernst sein. Gute Reise. Wenigstens setzt das Spiel gute Save States. Warte mal, ich kann ja auch mal. Nee, warte mal, hä, was? 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 Habe ich jetzt meinen Granatenwerfer rausgeholt? Dumpe, ja, habe ich. Du bist ein Arschloch, weißt du das? Ha, der hat gesessen. Oh, ich hoffe, der stellt ihn nicht wieder her. Dann bringe ich ihn um. Ja, ist klar, ne? Nee, sieht nicht so aus. Alter, geh weg, das Shepard! Ist mir ernst. Ich hab sie! Alter, wie langsam das hier vorangeht.
Okay. Oh Gott, scheiße, ey. Ich brenne, Mann. Gute Reise. Dann los. Ja, leg die mal. Headshot. Wo ist denn der Dicke? Achso. Shepard? Ich finde dich manchmal komisch. Ja, das Ding ist es nicht. Wow, ah, da ist er. Ja, ja, ja. Schieß hier ruhig noch rum. Solange du es noch kannst. Alter! Oh! Hält voll die Minigun unten dran. Bis Nahtloch. Alter, für euch verbrate ich doch nicht meine Sniper-Munition, ey. Die Schwerkraft ist ganz schön tief, was? Ihr benutzt ein super Soundboard, ganz im Ernst. Ziel am Boden! Bum, bum, bum. Ja, das wird nichts bringen. Ich mach mal meine... für die letzten Schüsse. Oh, ist noch so wenig, aber danach kommen bestimmt noch die richtigen Leben. Würde ich jetzt mal schätzen. Nee, doch nicht. Blaues Blut. Er scheint adelig gewesen zu sein. Wir schaffen sie hier raus, Garrus. Halten sie durch. Garrus. Funken sie Joker an. Sie sollen bereit sein, wenn wir kommen. Wir sollten uns beeilen. Es sieht nicht gut aus. Augen gehen zu. Oh, wieder auf. Mission complete. Verstehe nicht. Freunde der Waffen, die hier hetzen lassen, werden dort auf der Magazine ein. Schön. Commander, wir haben unser Möglichstes für Garrus getan, aber er hat einen schweren Treffer einstecken müssen. Die Ärzte haben durch Operation und Kybernetik korrigiert, was möglich war. Soweit wir sagen können, ist seine Funktionalität vollständig hergestellt, aber... Shepard? Ein harter Kerl. Hätte nicht gedacht, dass er schon wieder auf den Füßen ist. Niemand wollte mir einen Spiegel geben. Wie schlimm ist es? Verdammt, Garrus. Sie waren schon immer hässlich. Ein bisschen Schminke und keiner merkt den Unterschied. Bringen Sie mich nicht zum Lachen, verdammt. Mein Gesicht wird sowieso nur mühsam zusammengehalten. Naja, es ist wahrscheinlich besser so. Sie wurden immer ignoriert und ich wurde getadelt. Höchste Zeit, dass Sie auch mal eine faire Chance bekommen. Aber ich mache mir mehr Sorgen wegen Ihnen. Ich habe in den letzten Jahren schlimme Sachen über Cerberus gehört. Deswegen bin ich froh, dass Sie hier sind, Garrus. Wenn ich schon in die Hölle muss, hätte ich gerne eine Vertrauensperson an meiner Seite. Ihnen ist aber schon klar, dass ich dann auch in die Hölle muss. Genau wie in alten Zeiten. Ich bin einsatzbereit, sobald Sie mich brauchen, Shepard. Ich mache mir's mal gemütlich und sehe zu, was ich an den vorderen Geschützen ausrichten kann. So. Wir haben Garrus wieder, Mann. Ist das geil oder was? Ist das geil? Ja, Shepard Dance schon hier. Total im Rad drehen und besoffen sein. Die reden, nein. Ich würde sagen, hier beende ich dann den Part. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir mal auf irgendeinen neuen Planeten fliegen oder sonstigen Quatsch machen.
Und es ist ja frei, ne? Okay, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.